Willkommen zurück zum Minecraft. Beim letzten Mal haben wir hier alles ausgehöhlt für später irgendwann mal. Ich sage jetzt auch bewusst später irgendwann mal, weil wir werden nämlich dann jetzt gleich hier das U-Bahn-System erstmal in Angriff nehmen oder zumindest auch schon mal vorbereiten. Weil ich habe mir da schon so erste Gedanken zu gemacht und ich würde die Gedanken halt gerne umsetzen, bevor die Gedanken wieder weg sind. Ne, man kennt das ja mit den Gedanken, ne? Das Schnellste, was es gibt, ist nicht das Licht. Nein, es ist der Gedanke, der einfach mal weg ist. Und deswegen, wenn jetzt hier Tag ist, das sieht gut aus, könnte ich jetzt theoretisch einmal kurz hier zum Bauernhaus und dort quasi die erste U-Bahn-Station beginnen. Wie genau ich dann die U-Bahn so konzipieren werde, dass er dann halt auch an einer Station anhält und sowas, da muss ich mir dann halt nochmal angucken, wie ich das am besten mache. Aber so einige Kleinigkeiten, von wo aus ich das machen würde, wie tief ich das haben will und so weiter. Das muss man ja auch alles immer gucken, erstmal ausprobieren. Und so grobe Überlegungen habe ich mir halt schon gemacht. Und deswegen würde ich die auch eigentlich gerne umsetzen. Ne, deswegen muss die Katakombe jetzt nochmal ein bisschen warten. Deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen dort und hier und überall nochmal ein bisschen rumbauen. Haben wir denn genug Platz? Nein, haben wir überhaupt nicht. Dann legen wir erstmal so ein bisschen Gedöns ab. Könnten ein bisschen Holz mitnehmen. Hier, Eichenholz, noch ein bisschen mehr davon am besten. Wenn wir noch was davon haben, was ich nicht weiß, aber immer noch hoffe. Na, warum lege ich denn da die Kohle rein? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Erde reinlegen. So. Die Erde werden wir auch gleich noch bestimmt genug bekommen. Beziehungsweise auch Stein wieder. Hier ist auch wieder Kobbelsteine 2. Kann da alles nicht mit rein, weil kein Platz. Es ist doch nicht wahr. Dann kommt da die Wolle hier rein. Die ist im Moment auch ein bisschen überflüssig, obwohl, nein, nicht so ganz, ne? Wir haben hier 300.000 Sachen, die irgendwie nicht fertig sind und irgendwie dann schon und Gedöns. Da, Kobbelsteine 3. So, dann kann das hier mal mit rein. Steintreppen können in die Steinkiste. Und so, also hier in die Steingedönskiste. Und ja, wir nähern uns immer mehr Richtung Folge 900. Und das Schlimme ist, dass wir uns dann auch mehr Folge 1000 nähern. Ich bin da schon am Vorproduzieren dafür, dass ich das dann halt irgendwie dann auch so hinkriege, wie ich das gerne haben möchte. Die Frage ist, werde ich das schaffen? Ich weiß es nicht. Ich habe mir halt da jetzt so ein paar Dinge vorgenommen, die ich halt da gerne erledigt haben möchte. Beziehungsweise die ich da mir so gedacht habe, hey Mensch, kannst du ja mal machen. Habe ich nicht noch Fackeln? Ja, ich habe noch Fackeln, okay. Muss ich mir keine craften. Und naja. Ne? Dann muss ich mal gucken, ob ich das auch wirklich alles so hingedeichselt kriege, wie ich es mir vorstelle. Ne? Deswegen bin ich da jetzt schon am Vorbereiten und am Machen und am Tun und Gedöns. Also wirklich Gedöns. Habe ich nicht irgendwo Holzstämme? Hier habe ich Holzstämme. Da sind zwei Eichenholz, das ist nicht wirklich viel. Euch brauche ich fürs Erste. Nehme ich euch auch nochmal mit. Und dann sollte es vielleicht reichen. Möglicherweise. So, dann gehen wir mal Richtung unsere Monsterfalle hier. Und zwar haben wir ja hier den Gang, wo es dann nach hinten hin irgendwo hingeht. Ich habe mir jetzt auch gedacht, wir haben jetzt hier 1, 2, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, wir haben hier wieder eine ungerade Zahl, eine gerade Zahl. Hatte eigentlich überlegt, machst du das gleich gegenüber von dem? Aber dann dachte ich mir, nee, das machen wir anders. Machen wir nämlich hier hin. Na, so halt einen weiter hier. Muss ich das kurz hier so ein bisschen mir vors Auge führen, wie ich das hier genauer machen werde. Und dann mal gucken. Das wird schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir das so hin, dass ich dann hier alles so raushauen kann, wie ich es gerne möchte. Eine Viererbreite ist, glaube ich, hier relativ angemessen. Das Ganze geht dann hier in die Tiefe. So ein Stückchen. Also ein gutes Stückchen. Ne, machen wir immer 4 Stufen lang. Und von dort aus gucken wir mal, wie es dann weitergeht.
bin gespannt. Auch ein Gesprächsthema würde ich eigentlich gerne anschneiden, aber ich habe gerade nicht so wirklich die Zeit dazu. Ich habe so das Gefühl, es wäre ein Gesprächsthema, das wieder ein bisschen länger dauert. Und naja, ich nehme halt diese Folge jetzt wieder nur so eine am Stück auf. Moment, weil ja, die muss halt heute noch raus und Arbeit und Arbeit und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ne? Ihr kennt das ja. Das Übliche. So, habe ich denn jetzt hier irgendwo Kobbel, die ich dann da mal reinsetzen kann? Ich habe hier schon wieder 60 Kobbelsteine, das ist unglaublich. Na, also, hier habe ich halt gerade nur gebuddelt wegen Kohle. So, dann machen wir mal den hier, den hier, den hier, den hier. Den hier, den hier. Die Wände werden hier auch wieder ausgekleidet mit schönem Eichenholz. Und dann mal gucken, ob das auch so klappt. Dann dürfen wir wieder ordentlich Eichenholz kloppen. Das freut mich jetzt schon. Aber nun gut, das gehört halt dazu, ne? So, dann muss ich hier einmal ein bisschen mehr Platz schaffen, damit ich hier auch durchkomme. Mit meinem fetten Arsch. So. Weil wir wissen ja, Gamer sind ja angeblich immer ein bisschen dicker, brauchen immer ein bisschen mehr Platz und so, ne? Und ja. Nicht immer, aber immer öfter. Und dann brauchen sie halt. Na und ist halt so. Sowieso nicht so extrem gesund zu leben wie so ein Spargel-Tarzan. Ja, natürlich bis zu einem gewissen Grad, aber halt dann auch wieder nicht. So die goldene Mitte dazu zu finden, ist halt so eine Sache, ne? So, dann machen wir mal kurz den hier. Haben das mal eben schnell gemacht. Jetzt kann ich hier mal eben schnell eine Kartoffel essen. Ich mache jetzt erstmal so das Grobe, damit ich mir dann halt das dann nicht vergesse, wie ich das dann alles machen will. Wird auf jeden Fall super, bestimmt oder auch nicht. Dann ist es mir immer noch egal. Ja. So. Und dann geht es hier dann nochmal ein Stückchen runter. Und so weiter. Na, es soll halt wirklich im Untergrund laufen, sodass wir dann halt im Untergrund dann buddeln, nicht irgendwie irgendwas aufreißen, was wir nicht aufreißen wollen. Also jetzt von unseren Bauten hier. Deswegen geht das hier ruhig eine ordentliche Stufe runter. Aber wirklich ordentlich. Ne, quasi wie ein richtiges U-Bahn-System, das halt unterirdisch verläuft. Ne, und jetzt sind wir gerade mal auf der Höhe 53. Das ist nichts. Das ist noch nicht tief. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Treppen. Dann mache ich auch 4 Treppen. Okay. Kriegt das irgendwie hin, glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Wir machen im Moment so viel im Untergrund. Der eine oder andere mag das vielleicht stören halt, weil immer so dieses Grau und Grau und Grau und Grau. Mich mag das irgendwann auch stören halt, und im Moment geht es halt noch. Ne? Ich muss es ja größtenteils ertragen. Ihr könnt ja irgendwie, weiß nicht, nebenbei im Internet irgendwas anderes machen, mich im Hintergrund laufen lassen und dann hypnotisiere ich euch mit meiner Stimme. Leute, gibt es ja auch, die fragen, wieso hast du so eine tiefe Stimme? Damit ich die besser fressen kann, ist dann wohl die falsche Antwort, ne? Kommt nicht gut. Na egal. So. Das ist das. Dann machen wir jetzt hier auch nochmal so eine kleine Holzplattform, wo wir dann hier nochmal rumdrehen können und so. Ja, mit einer Axt die Erde behauen. Das ist like a Mammut. Es kann nur Mammut so gut. So, das ist das. Dann machen wir jetzt auch nochmal schnell. Geht ja ganz fix. Ist ja erstmal nur das Gröbste vom Gröbsten. Man kann dann halt hier ähnlich wie den Gang über uns dann hier in den Wänden noch mit diesen Eichenholzstämmen hier irgendwas machen. Theoretisch. So, und dann geht es dann hier dann zur finalen Station dann runter. Ja, natürlich halt auch wieder ein Vierer-Treppen-Abstand. 1, 2, warte. 3. Eine Fackel. Habe ich noch eine übergelassen. Das geht ja nicht. Alter, diese Meteoriten schon wieder. Oh, da geht es aber auch schon wieder tief runter. Also so halbwegs. Hallo? Ich mache da einfach mal ein Licht.
Da haben die Monster ein bisschen Licht. Ist ja auch ganz nett von mir, ne? Jetzt bin ich ja ein Herz für Zombies und Creeper. Na gut, Creeper eigentlich ja weniger, aber naja. Die haben es nicht so verdient. So. Und hier unten, wie gesagt, geht es dann halt geradeaus dann zum ich nenne es mal Bahnsteig oder sowas. Wir sind ja jetzt. Wir haben keine Ahnung. Aber davon jede Menge. Nee, warte mal. Muss ich mir jetzt hier nochmal ein bisschen angucken, in welche Richtung ich dann die Schienen verlaufen lasse. Also, wir haben hier das Bauernhaus. Das ist über uns. Das geht in diese Richtung raus. In dieser Richtung hier ist halt dann der Official Ausgang. Okay. Das heißt, in dieser Richtung liegt halt auch die Pyramide und alles. Das heißt, wir werden hier Schienen von rechts nach links verlegen. Wenn es dann irgendwann mal dazu kommt. Das wird halt jetzt auch wieder so ein kleiner Buddelakt. Aber man hat nie genug buddelt oder sowas, ne? So, hier auch nochmal ein paar Fackeln rein irgendwo. Damit ich fürs Erste hier einmal so ein Baulicht habe. Und hier, ganz kackendreist wie ich bin, nutze ich einfach mal die Eichenholzblöcke, die hier schon vorhanden sind, als weiteren Boden. Irgendwann wird man sich nicht mehr daran erinnern, dass der Boden teilweise eine Mine ist. Ja, ja. Ja. Die Mine wird teilweise halt umfunktioniert zu irgendwas. Hier habe ich auch schon mal ein Licht gemacht anscheinend irgendwo. Natürlich nett von mir. Mache ich dann nochmal eins, nur um sicher zu gehen. Dann machen wir folgendes. So. Fragt euch jetzt, was macht er denn da? Ja, ich mache mir das, was ich mir überlegt habe, ja. Ich frage mich halt auch, kann man so Minenkachen stoppen? Irgendwie auf eine dubiose Art und Weise. Mit so Zäuntoren oder sowas? Ich weiß es leider nicht. Ich habe das, muss ich ehrlich gestehen, nie wirklich ausprobiert. Aber apropos, kann man ja mal die Gunst der Stunde nutzen. Da kommt doch hier so ein Creeper-Mann. Alter! Kommt da wieder so ein Phantom-Creeper hier an. Ich will doch nur abbauen hier. Nur abbauen. Ich hab hier doch schon wieder eingehört. Gibt's doch nicht. Wieder nur totales Chaos hier. Aber davon jede Menge. Natürlich wieder super. So, also, angenommen. Man hat hier irgendwann Schienen. Diese Schienen führen dann halt irgendwann eine Minenkachen hier von A nach B und Gedöns und ich weiß auch nicht. Ne? Und führen dann halt hier so Strip Mining Aktion dann irgendwo weiter. Ne, theoretisch. Oder kommen halt von hier aus irgendeine Richtung. Wir werden natürlich nicht immer auf dem Boden auch Eichenholz haben. Wir werden teilweise auch einfach nur Stein haben. Ne? Und so weiter. Hier auf der anderen Seite dann halt ist halt in diesem Fall jetzt zumindest ein halbwegs ordentlicher Bahnsteig. Das wird auch nicht immer so sein. Ne, mit diversen Abzweigungen und Kurven und ich weiß nicht was. Vielleicht machen wir so möchtegern Achterbahnfahrten mit rein, wenn es dann hier durch eine Mine geht oder sowas. Ich habe keine Ahnung mehr. Also das ist halt sowas. Da können wir uns halt dann nochmal Gedanken machen, wenn es dann irgendwann mal soweit ist. Nee, hier kann man jetzt zum Beispiel schon mal die Wand machen. Theoretisch. Halt dann hier nochmal verschönert und aushöhlen und Gedöns. Ne?
Aber so ungefähr. Man könnte jetzt zum Beispiel halt auch die Schiene jetzt hier runterführen, hier durch die Mine gleisen und von hier aus dann irgendwo hinkommen. Ist halt alles möglich. Ne? Und hier dann irgendwann mal durchkommen. Da liegt sogar noch eine Schiene, das finde ich super. Hallo. Hallo. Teilweise schon sehr praktisch gelöst, muss man ja sagen. Hier muss man halt dann mal gucken, dass man hier sicher geht, dass da nichts kommen kann. Aber ist im Moment eh nur Kies, ja, da sollte nichts kommen. Ja, und dann geht man halt hier dann irgendwann so weiter. Und irgendwann kommt man dann halt dahin, wo man hin will. Ach nur denn, wie es dann von hier aus weitergeht, irgendwann mal gucken wir dann. Ja, ich mache dann jetzt hier eine kleine Aufwärmpause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.